Mit Wrong Turn 3 Left 4 Dead bricht eine neue Ära im Wrong Turn Universum an, weil ab sofort wird die Reihe unter der Führung von Declan O'Brien fortgesetzt. Er führt bei den Teilen 3, 4 und 5 Regie, bei 4 und 5 steuert er außerdem sogar noch die Drehbücher bei. Was euch vielleicht ebenfalls noch interessiert, ist, dass O'Brien zwischen seinen drei Wrong Turn Regiearbeiten nur bei einem weiteren Film Regie geführt hat, und das ist das Meisterwerk Sharktopus. Übrigens, um dieses Baby werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch vom Regisseur von Wrong Turn. Ernsthaft? Ich finde, es macht einen kleinen Unterschied, ob man bei Wrong Turn oder bei Wrong Turn 3, 4, 5 Regie geführt hat, oder? Wrong Turn 3 beginnt wirklich bahnbrechend mit einer 4 Minuten langen Rafting-Szene, die an Spannung in einem Ausmaß nicht unterboten werden kann, dass ich sogar auf die Idee komme, währenddessen die Namen der Credits zu lesen und dadurch feststelle, dass der Film von einem gewissen Philip Roth produziert wurde. Meine Hoffnung ist nur, dass er nicht mit Eli verwandt ist. Naja, wir beginnen wirklich mit was ganz Neuem für die Wrong Turn-Reihe, nämlich nach diesen 4 Minuten Rafting treffen sich unsere Charaktere am Wasserrand, rauchen sich ein, eine schaut auf die Uhr und denkt, oh, der Film dauert schon 5 Minuten, Bikini-Oberteil aus, weil das den anderen Filmen so dringend gefehlt hat, ganz in der Eröffnungsszene. Allerdings ist ihr Kill wahnsinnig spannend, weil sie bekommt einen Pfeil durch die Brust, einen Pfeil durchs Auge. Dann wird ein weiterer Kerl durch den Wald verfolgt und bekommt ein langes Metallrohr durch den Mund gestochen, was aus irgendeinem mir nicht erklärten Grund einfach so im Wald herumgelegen ist, perfekt angespitzt. Allerdings der dritte Kill ist der, der diese Eröffnungsszene wirklich großartig macht, weil irgendjemand steigt in eine Falle und so eine Art übergroßer Eierschneider oder sonst irgendwas zischt über ihn hinweg und zerfetzt ihn in 3 Teile. Sein Umfallen, das Blut und so weiter könnte das schlechteste CGI sein, das ich seit Lockout gesehen habe, aber was ich natürlich noch toll finde, ist, am Anfang von Wrong Turn 2 wird jemand mit einer Axt in 2 Teile geschnitten und jetzt ist es Wrong Turn 3, also muss die Person auch gleich in 3 Teile zerschnitten werden. Das ist fast in etwa so clever wie die Credit-Sequenz von Wrong Turn 2. Naja, das Einzige, was ich dazu noch unbedingt sagen muss, ist, es sind wirklich dämliche 4 Minuten, die diese Eröffnungskills jetzt im Endeffekt in Anspruch nehmen, aber es könnten mittlerweile die 4 unterhaltsamsten Minuten sein, die ich seit Wrong Turn 2 in diesem Franchise genossen habe. So viele Opening Kills hatte noch kein Wrong Turn Teil, und mit der 8. Minute wechselt der Film dann zu unserem neuen Hauptschauplatz mit den neuen Hauptcharakteren, einem Gefängnis. Yay! Weil Wrong Turn hat ja bis jetzt immer so liebenswürdige, sympathische Charaktere. Das heißt, quasi als ultimative Dröhnung der Analviolinenparade haben wir jetzt einen Haufen Hefenbrüder. Yes! Ja? Und das Spannende ist, quasi die Ausgangssituation der Story ist, dass irgendein Gefangener transportiert werden soll und nur ein Cop wird eingeweiht, dass ein anderer bei diesem Transport ein Undercover-Cop ist, und als er das erfährt, schaut er in etwa so interessiert und spannend drein, wie ich, als ich erfahren habe, dass ich auch noch Wrong Turn 3 schauen muss. Außerdem werden dann die Gefangenen in den Bus verfrachtet, und das, wo dann die Gefangenen wirklich zu sprechen beginnen, ist der Moment, wo ich so froh war, dass auf der Blu-ray eine spanische Synchro drauf ist. Könnt ihr euch das vorstellen, einen Film wie Wrong Turn 3 in einer Sprache zu sehen, wo ihr nicht ein einziges Wort versteht? Jedes zweite Wort der Unterhaltung dieser Gefangenen ist entweder Puta oder Puta Mierda, quasi die zwei Worte Spanisch, die ich dann leider doch mitbekomme. Eine Sprache, in der ich nicht einmal guten Morgen sagen und Wein bestellen kann,
Und trotzdem ist Wrong Turn 3 absolut unschaubar. Große Leistung, absolut bemerkenswert. Was ich aber noch toller finde, ist, dass wir dann eine Aufnahme sehen von den beiden Cops, die diesen Wagen lenken und per Rückprojektion oder CGI oder sonst irgendetwas ganz furchtbar wurde vor dieses Auto die Straße eingefügt. Das sieht so grauenhaft aus. Vor allem, weil es irgendwie so ausschaut, als würde der Gefangenentransport auf der linken Seite der Straße fahren. Also nicht einmal das hat man ansatzweise hinbekommen. Und da schauen die Cops dann, finde ich, sogar noch etwas gespannter aus, als sie von dieser ganzen Undercover-Mission erfahren haben. Außerdem, was mir noch aufgefallen ist, was ich bis jetzt übersprungen habe, in der 13. Filmminute bekommt der lokale Sheriff einen Anruf, dass Leute in seiner Gegend vermisst werden. Das heißt, es gibt auch im Wrong-Turn-Universum tatsächlich Vermisstenmeldungen und Polizisten, die nach Vermissten suchen. Scheinbar sind diese Polizisten allerdings ziemliche Kleinhirneinzeller, weil wenn man daran denken muss, dass die Kannibalen in Wrong-Turn 1 so 100 Autos mitten auf einem freien Feld geparkt haben, direkt neben dem Haus, wo sie die Leichen zerlegen und verspeisen, wundert's mich ehrlich gesagt, dass da noch keiner draufgekommen ist. Nein. Auf jeden Fall, das Einzige, was mir bis jetzt in Wrong Turn 1 und 2 wirklich überhaupt nicht gefehlt hat, war Slapstick-Comedy. Deswegen haben wir jetzt in Wrong Turn 3, als die beiden Hauptkannibalen Three Finger und seinen Sohn, übrigens Three Finger ist der einzige Kannibale, der aus den ersten beiden Wrong Turn Filmen auch schon bekannt wird, quasi der Freddy Krüger des Wrong Turn Universums, wobei, wenn wir ihn uns näher anschauen, sieht er sowieso aus wie der The Hills Have Eyes Bruder von Freddy Krueger. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass ich mich etwas wundere, weil er im zweiten Teil aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte so erschossen wurde, dass er Meter weit in einen See geschleudert wurde. Und ich kann mich einfach nur fragen, wie zum Teufel er das überlebt hat. Aber gut, wenn wir uns anschauen, was Three Finger in dem Film noch alles über sich ergehen lassen wird müssen, dann ist das eigentlich eine kleine Kost. Außerdem versucht jetzt Three Fingers Sohn irgendeine Falle aus Zombies unter Kannibalen aufzubauen. Aber Hijinks, er schafft es nicht, wird zwischendurch eingeklemmt und Three Finger muss ihn retten. Ob das Ganze jetzt irgendwie bedrohlich oder lustig sein soll, weiß ich nicht. Das Einzige, woran ich während der Szene nur denken kann, ist die Musik aus Troll 2. Keine Ahnung warum. In der 24. Minute kommt dann unser Gefangenentransporter von der Straße ab und damit ist offiziell die Story von allen drei Wrong-Turn-Filmen, die wir bis jetzt gesehen haben, durch einen Autounfall hervorgerufen worden. Nur diesmal ist es, finde ich, noch glaubwürdiger als bei den anderen beiden Teilen, weil diesmal tatsächlich die Kannibalen mit einem zweiten Auto drangefahren sind, die gerempelt haben und ihnen dann den Stacheldraht aus dem fahrenden Auto quasi unter die Reifen geschoben und die so zum Platzen gebracht haben. Das ist etwas glaubwürdiger als, oh, es ist ein helllichter Tag, ich könnte alles sehen, aber ich schaue irgendwo anders hin und dann fahre ich hoppala, entweder in ein mitten auf der Straße parkendes Auto oder in einen mitten auf der Straße stehenden Kannibalen hinein, weil ich ja ein Vollidiot bin. Naja, außerdem haben wir jetzt dann noch das Motiv des Stacheldrahts, der auch in allen drei Teilen irgendwie großartig präsent ist. Draußen übrigens, als sich unsere Leute, wo man sich fragt, wie die diesen Unfall überleben konnten, ein kleines bisschen erholen, bekommt einer der Cops sofort eine Machete quer in den Hals geschossen, wirklich im perfekten rechten Winkel, wo man sich dann natürlich wundert, wenn das dieselben Kannibalen sind, die jetzt diese Machete geschossen haben, wieso dann die Pfeile alle im Bus landen und nicht in irgendwelchen anderen Leuten. Und natürlich, wieso die Pfeile aus einem komplett anderen Winkel abgefeuert sind. Das sind alles Fragen, die stelle ich gar nicht. Dann kommt natürlich unser großer Hauptdarsteller, hält noch auf die Idee, nein, mein Partner ist noch im Bus. Der Chavez, quasi der Gefangenenführer, kommt auf die Idee, nö, ist mir doch egal. Aber unser Kopf sagt, nein, ich muss ihn retten, geht in den Bus hinein, zerrt ihn raus. Und natürlich eine Sekunde, nachdem er ihn rausgezerrt hat, explodiert der Bus, wo ich mich frage, es ist, glaube ich, der einzige Gefangenentransporter unter dieser Sonne, der gleichzeitig auch 20 Kilo Sprengstoff geladen hat. Aber egal. Sie gehen dann als Gruppe weiter, selbstverständlich die komplette Gesäßviolinenparade, die einfach nur unsympathischer nicht sein könnte, bis sie dann in der 30. Minute auf die letzte Überlebende von der Anfangssequenz des Films treffen, von der Rafting-Szene, die wieder einmal betont, dass die Mutanten die Menschen essen, weil es in dem Wald keine Tiere gibt. Ja, ein Wald ohne Tiere.
glaube ich dir aufs Wort. Ja? Anyways, der nächste großartige Zufall ist, dass in der 35. Minute sie plötzlich mitten im Wald über einen Transporter stoßen, natürlich auch auf einen Geldtransporter, weil selbstverständlich, wenn irgendein Auto, das Millionen Dollar gelagert hat, irgendwo von der Straße abkommt und vermisst wird, niemand ansatzweise danach sucht, weil diese Autos sicher keine GPS-Sender oder sonst irgendwas drinnen haben, dass selbst wenn die Kannibalen die Fahrer aufgefuttert haben, man das Auto irgendwie finden könnte. Aber das sind ja alles nur Kleinigkeiten, weil Chavez natürlich meint, wir müssen jetzt alle das Geld mitnehmen und natürlich alle müssen was tragen, selbst der schwer verletzte Polizist, der in letzter Sekunde aus dem Bus gerettet wurde, der allerdings weigert sich natürlich, kann das auch überhaupt nicht tragen wegen seiner Verletzungen, bekommt aber eine Waffe zugesteckt von unserem Hauptkerl, wie der diesen Transporter durchsucht, möchte auf Chavez schießen, aber leider ist die Waffe leer, gut, das hätte man auch vorher nachschauen können, vor allem wenn unser Hauptcharakter alleine in diesem Transporter drinnen war und sicher die paar Sekunden Zeit gehabt hätte, um diesen Revolver zu inspizieren, aber egal, auf jeden Fall, der drückt natürlich voll ins Leere. Chavez freut sich über den Mordversuch natürlich so sehr, dass er ihm gleich eine blaue Bohne durch die Marille jagt. Aber das Ganze ist natürlich eine wahnsinnig spannende und emotional beeindruckende Szene. Anyways, unsere Gruppe wird von dem jungen Kannibalen überfallen, der allerdings dann überwältigt werden kann. Und Chavez kommt auf die glorreiche Idee, wir köpfen ihn, stecken seinen Kopf auf einen Pfahl, quasi in bester Jäger der Apokalypse-Manier, nur damit dann der Hauptkannibale Threefinger ein kleines bisschen leiden kann und weiß, dass er sich am besten nicht mit diesen Gefangenen spielen sollte. Ja, klar. Anyways, logischerweise hat sich Threefinger über diese ganze Tatsache nicht gefreut, überfällt unsere Gruppe und einer bekommt in bester Laid-to-Rest-Manier das Gesicht abgeschnitten, nur mit dem einzigen Unterschied, dass der Effekt bei Laid-to-Rest eigentlich gut war und hier eigentlich nicht. Vor allem der Kerl, der jetzt sein Gesicht abgeschnitten bekommt, ist der Undercover-Cop. Derjenige, der uns in einer extra Szene noch vorgestellt werden musste, derjenige, der aus irgendeinem Grund diese ganz besondere Bedeutung für die Story hatte und nachdem er nicht einen einzigen weiteren charakterbildenden Moment, außer er ist ein Undercover-Cop, bekommen hat, stirbt er. Nach nicht einmal der Hälfte des Films. War wirklich ganz wichtig für die Handlung, dass wir vorher diese Szene investieren und rausfinden, wer er eigentlich wirklich ist. Naja, was die Szene dann allerdings relativ böse quasi macht, ist natürlich, nachdem alle Gefangenen mit Fußfesseln miteinander verbunden sind, müssen sie der Leiche die Beine abschneiden, damit sie weitergehen können. Es gibt lange Dialoge beim Spazierengehen, die eigentlich nur den Zweck haben, uns Zuschauern klarzumachen, dass über Kannibalen und über Kannibalenattacken zu sprechen, nicht dasselbe ist wie Kannibalenattacken tatsächlich zu sehen. Für irgendeinen B-Movie-Thriller, wo es darum geht, dass Bankräuber sich im Wald verstecken, wäre die Handlung eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Da würde vor allem auch die Parade von Asozialen relativ gut dazu passen. Aber für einen Film aus dem Wrong-Turn-Universum, wo es immerhin um Kannibalen, Kannibalenattacken, Mutanten und so weiter geht, ist das Ganze dann möglicherweise zwischendurch doch relativ einschläfernd. Trotzdem muss ich auf jeden Fall ganz klar sagen, dass der Teil in Wrong Turn 3 auf jeden Fall noch besser rüberkommt als der vergleichbare Part aus dem zweiten Teil, wo einem die Charaktere nur noch mehr auf den Nerv gegangen sind. Und zumindest kann man bei Wrong Turn 3 ansatzweise davon sprechen, dass die Leute über so etwas wie zumindest den Hauch von Persönlichkeit verfügen. Es kommt dann eine großartige Stacheldrahtfalle, die wirklich an Großartigkeit schwer zu unterbieten ist. Wir müssen uns das so vorstellen, plötzlich ist ein Auto mitten im Wald geparkt. Unsere Leute merken natürlich überhaupt nicht, dass das vielleicht verdächtig sein könnte. Einer der Charaktere hat 500.000 Mal betont, was für ein toller Autodieb und Autoknacker er doch ist und wie super er jedes Auto knacken kann. Weswegen natürlich alle jetzt sagen, na Knacki, komm, Knacki. Und unser toller Autoknacker schafft es genau gerade auf die Ladefläche des Autos zuzugehen und natürlich nicht auf irgendeine Tür, wo man vorne reingehen könnte, wo man tatsächlich was knacken könnte. Nein, er steigt natürlich mitten
vor dem Auto, vor der Ladefläche, in diese Stacheldrahtfalle, die sich um ihn schließt. Der Kannibale fährt einfach weg mit dem Auto und lässt ihn dann über den Asphalt schleifen, quasi verteilt unseren Kerl so straßenpizzamäßig auf dem Asphalt. Yummy. Was ich mich nur allerdings frage, ist, ich meine, ja, wer dann ungefähr 4 Jahre Zeit hat, um dieses Asphaltgulasch aufzusammeln, der könnte sich möglicherweise einen netten Kannibalen-Eintopf draus zaubern, aber ich denke mir, wenn es ihm eigentlich darum geht, die Leute zu verspeisen, dann ist das keine wirklich ergiebige Art, die Gefangenen um die Ecke zu bringen. Aber auch wieder egal, unsere Rafting-Überlebende meint dann, dass Three Finger wieder in der Nähe ist, weil sie kann ihn ja spüren. auf jeden Fall möchte dann unser Chavez, der Gefangenenführer, den Polizisten erschießen, bis der Sheriff mit seinem Hund auftaucht, der natürlich nach nicht nur einer Minute Screentime vom Kannibalen gekillt wird, indem er nach oben schaut und irgendeinen Pfahl, den wir wahrscheinlich am Anfang des Films auch schon einmal wieder vergessen haben, durch den Körper geschossen bekommt, womit wir beim nächsten komplett unnötigen Charakter/Plotpoint des kompletten Films war. Als nächstes geht dann wieder der ganze Geldkrimi weiter. Die einen lassen das Geld liegen, der nächste findet es, nimmt's mit, möchte es in den Fluss werfen, hahaha. Three Finger wirft einen Molotow-Cocktail, der Kerl geht in Flammen auf, als hätte er seine Kleidung in Benzin getränkt. Und natürlich kommt er außerdem nicht auf die Idee, dass er in den Fluss vor ihm springen könnte. Er verbrennt lustig vor sich hin, hat das kühlende, erfrischende Wasser 1 Meter vor sich, müsste quasi nur upsa machen und ins Wasser springen, aber dafür hat die Intelligenz leider scheinbar nicht gereicht. Bitter! Außerdem verbringen wir jetzt da noch ein kleines bisschen Zeit mit weiterer verbaler, ist blöd, wenn einem irgendwie die kreativen Ausdrücke für Blödheit ausgehen, was bei einem Film wie Wrong Turn 3 aber, glaube ich, irgendwie noch nachvollziehbar ist. Auf jeden Fall wird's noch weiter blöder, indem unser Gangsterboss Chavez niedergeschlagen wird, aber natürlich keiner auf die Idee kommt, ihn irgendwie zu fesseln oder sonst irgendwie quasi handlungsunfähig zu machen. Nur, dass er dann irgendwann einmal wieder aufsteht und den nächsten niederschlagen kann, ohne ihn dann irgendwie zu fesseln oder ansatzweise handlungsunfähig zu machen. Aber auch egal, unser weiblicher Lead wurde in der Zwischenzeit von Three Finger gefangen genommen, wird in Stacheldraht eingewickelt in irgendeinem Haus quasi aufgehängt, wo sie vis-à-vis von eine andere aus der Eröffnungsszene des Films trifft, die noch lebten, nur um 20 Sekunden darauf dann zu sterben. Die nächste wichtige Szene und der nächste wichtige, wieder eingeführte Charakter gleich nach dem Polizisten und dem Undercover Cop. Was mir aber irgendwie auffällt, eben im Gegensatz zu Wrong Turn 2, ist, dass der dritte Teil jetzt kaum etwas, wie kann man sagen, offensichtlich falsch macht. Der dritte Teil ist nicht ganz so blöd wie der zweite Teil. Es gibt die klar definierten Bösewichte und Guten. Es gibt ansprechende Charaktere, zumindest im guten Bereich, aber die Leads zumindest werden ansatzweise gezeichnet, wenn man es mit anderen vergleichbaren Horrorfilmen auf die Waage legt. Die Inszenierung ist eigentlich gar nicht einmal schlecht, trotzdem ist das Ganze mehr ein Gangster-Krimi und dadurch im Endeffekt, würde ich sagen, mehr unspannend und uninteressanter selbst, als es Wrong Turn 2 noch war, obwohl sich der Film sicherlich noch mehr Blödheiten geleistet hat. Spätestens allerdings in der 70. Minute, wenn dann eben mit der Entführung unserer weiblichen Hauptdarstellerin das Finale des Films langsam aber sicher ins Rollen kommt, könnte das Ganze vielleicht etwas besser werden. So sehen wir jetzt zum Beispiel eine Szene, wo Three Finger wirklich einen auf Freddy Krueger macht und sich so Fleischerhaken an die Hand heftet und aus irgendeinem Grund von Chavez erschossen wird und diese Schusswunde ansatzweise nicht einmal spürt, weil scheinbar hässliche Leute ein anderes Schmerzempfinden haben als andere. Keine Ahnung, ich habe den Film nicht geschrieben. Auf jeden Fall gewinnt nach einem kurzen Kampf dann natürlich unser Mutant, hängt Chavez am Baum aus, öffnet ihm den Schädel und isst sein Gehirn. Ist das grauslich. Weil sie zeigen das auch noch in Nahaufnahme. So widerlich.
rohes Gehirn. Hast du von Hannibal nichts gelernt? Das muss man kurz, scharf anbraten. Dann schmeckt's viel besser. Vielleicht noch ein kleines bisschen Ketchup und Koriander dazu. Das macht's vielleicht noch etwas lecker. Anyways, der Schlusskampf gegen Three Finger ist, wie wir es vom Wrong Turn Franchise gewohnt sind, nicht nur die Aufgabe des männlichen Leads, sondern die weibliche Lead hilft ihm quasi dabei, spießt Three Finger von hinten mit einem Pfahl auf, nämlich genau dem Pfahl, wo am anderen Ende immer noch der abgeschnittene Kopf von seinem Sohn dranhängt, wo ich mich ehrlich gesagt frage, wieso Three Finger sich das Teil mit nach Hause genommen hat, aber egal. Außerdem könnten unsere beiden Hauptvollidioten natürlich noch einmal nachschauen, ob Three Finger wirklich tot sind, bevor sie gehen, aber auch das tun sie nicht. Sie fahren nämlich einfach mit dem Auto weg und nachdem Three Finger nicht nur scheinbar die super Heilung der Lost Insel hat, sondern auch noch super Geschwindigkeit, steht er plötzlich wieder vor dem Lastwagen und in eigentlich relativ untraditioneller Wrong-Turn-Tradition weichen ihm die Autofahrer aus, verunfallen dann das Auto ohne ihn niederzuführen und jetzt sind sie wirklich endgültig und offiziell mit dem Auto mitten im Nirgendwo gestrandet. Auf jeden Fall gibt's dann zum Schluss noch einen Kampf gegen Three Finger, wo er dann am Ende den Fleischerhaken mitten durch den Kopf gebohrt bekommt und wir können uns jetzt natürlich dann noch fragen, ob's das dann vielleicht irgendwann einmal war, weil der Kerl kann wirklich ein kleines bisschen viel einstecken, muss man zugeben. In einem an The Fast and the Furious angelegten Ende meint dann der Cop zu dem letzten überlebenden Gangster, dass er doch eher ein netter Kerl war und ihm gut geholfen hat und er ihn deswegen jetzt einfach gehen lassen wird. Aber trotzdem muss man zugeben, das Ganze führt im Endeffekt auch noch zu was, nämlich seit Wrong Turn 1 waren diese Stinger am Ende eigentlich immer recht sinnlos, aber bei Wrong Turn 3 ist es zum ersten Mal recht witzig, wie dann quasi der Cop noch einmal zurück zu diesem Geldtransporter geht und sich das restliche Geld einnehmen will, weil ja Cop und gut und so weiter, allerdings dann dahinter der Kerl auftaucht, den er jetzt gehen hat lassen, der ihn umbringt und meint, ich soll nie einem Verbrecher vertrauen, was für eine Botschaft, und sich das Geld nehmen will und dann sieht man auch aber, dass hinter ihm wieder ein Mutant steht. Hoffentlich nicht Three Finger, weil der hat ein kleines bisschen viel schon über sich ergehen lassen. Das Ganze war quasi in der Happening'scher Einfühlsamkeit noch inszeniert, war aber trotzdem für den Aufhänger am Ende recht interessant und hält mich von dem Gedanken ab, dass es etwas strange ist, dass Three Finger quasi die Hauptrolle in Wrong Turn 3 hat. Naja, Wrong Turn 3 ist ein interessanter Vertreter des Wrong Turn Franchises, weil der Film eigentlich gar nicht so viel wirklich falsch macht, aber trotzdem mehr oder weniger dran scheitert. Die letzten 20 Minuten, das Finale, das Aufeinandertreffen mit Three Finger, sind eigentlich immer recht gut inszeniert, können vor allem gegen Ende des Films auch ansatzweise Atmosphäre aufbauen. Die Charakterzeichnung ist auf jeden Fall besser gelungen als in Wrong Turn 2. Natürlich auch, wenn mit ganz eindeutiger Schwarz-Weiß-Malerei gearbeitet wird und die Persönlichkeit nicht wirklich tief geht, ist es mehr als die ausgeschnittenen Kartonstücke, die die Charaktere im zweiten Teil hätten darstellen sollen. Was Wrong Turn 3 allerdings im Endeffekt zum Scheitern verurteilt, ist die Tatsache, dass der Film über weite Strecken eigentlich recht langatmig ausgefallen ist, es dazwischen fast eine Stunde gibt, wo sich die Leute nur über das gestohlene Geld und über sonstigen Gangster-Kram unterhalten, was mehr in einen B-Action-Thriller passen würde, als in einen Horror-Thriller, wie es Wrong Turn eigentlich sein sollte. Und dadurch verliert sich dann der Film relativ im Nirgendwo. Und die Tatsache, dass es mindestens 5 verschiedene Plotpoints gibt, die der Film aufbaut, wie der Sheriff, der Undercover-Cop und so weiter, die im Endeffekt alle zu nichts führen und nichts bringen, tun dem Ganzen auch nicht wirklich was Gutes. Da hätte man sicher Besseres dran getan, wenn der Film kürzer und wirklich rasanter inszeniert gewesen wäre. Trotzdem ist Wrong Turn 3 eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte und was gewisse Aspekte betrifft, auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich zum zweiten Teil.